Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute habe ich für euch wieder einen neuen The Legend of Zelda Breath of the Wild Glitch. Und zwar, wie ihr euch die Waffen der Gegner unendlich oft klonen könnt. Wie das geht, zeige ich euch jetzt, aber zuvor gibt es ein paar Dinge, die ihr dafür benötigt. Ihr braucht die Majora's Mask oder die Bockbling Maske, ein Stück Holz, ein Schild aus Metall, welches ist egal, ein Elektroschwert und ein Feuerschwert. Im Grunde ist es egal, ob ihr die Bockblin oder die Majora's Mask benutzt. Ich nehme jetzt einfach die Majora's Mask. So, ich zeige euch den Glitch jetzt hier einfach im Schloss Hyrule. Da gibt es nämlich einen Mockblin mit einem Garde-Großschwert und das hätte ich doch gern mehrfach. So, nun sind wir fast da. In meinem Fall sind hier aber noch zwei Exalforce, die müssen weg. Wie ihr die in meinem Beispiel jetzt besiegt, ist egal. Ich nehme dazu einfach kurz zwei antike Pfeile und weg sind sie. So, als erstes öffnet ihr euer Inventar und platziert das Stück Holz. Passt natürlich auf mit dem Bombenfass. Nun dreht ihr euch genau 180 Grad um und wählt als Waffe euer Feuerschwert aus. Nun schlagt ihr mit dem Feuerschwert zu und drückt nach dem Schlag, also sozusagen während der Animation, noch die Plus-Taste und öffnet damit euer Inventar. Im Inventar werft ihr nun das Schwert raus. Es liegt jetzt schon perfekt und versorgt unser Holz automatisch mit Feuer. So, nun macht ihr das gleiche noch mit eurem Elektroschwert. Wählt es aus, schlagt zu und öffnet noch während dem Schlag euer Inventar. Dort werft ihr es dann auch wieder raus. So, nun platziert ihr das Elektroschwert am Spawnpunkt des Moblins mit dem Magnetmodul. Als nächstes geht ihr in euer Inventar und werft euer Metallschild auf den Boden. Ich mache das jetzt mit zwei, es reicht aber in jedem Fall auch ein Schild. Das Metallschild platziert ihr nun nahe am Elektroschwert, sodass man gut erkennt, dass es elektrisch geladen ist. Ich mache das jetzt auch noch mit dem zweiten Schild und dann kann es schon losgehen. Richtig platziert setzen wir uns nun an unser Lagerfeuer und warten bis zum nächsten Morgen. Passt nur auf, dass ihr nicht aus Versehen euer Feuerschwert wieder aufnehmt. So, der nächste Morgen ist angebrochen. So, leider wurde der Mockblin nicht geschockt. Da habe ich die Schilde nicht richtig platziert. So, jetzt sollte es aber passen. Wenn der Gegner direkt am nächsten Morgen geschockt wird, habt ihr alles richtig gemacht. Am Lager wiederholt ihr das nun so oft, wie ihr die Waffe gerne haben wollt. So, ich denke, das reicht jetzt mal. Ihr könnt euer Feuerschwert direkt wieder mitnehmen. Wie ihr nun seht, wird der Mockblin nun dauerhaft geschockt und verliert Gesundheit. Ihr könnt nun so lange warten, bis er besiegt ist. Ich beschleunige das jetzt nun aber mal und töte ihn mit einem antiken Pfeil, denn den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wie ihr nun seht, liegt hier auf dem Boden mehrere Garde-Großschwerter oder Zweihänder. Ach Mist, mein Inventar ist schon wieder voll. Ich werfe jetzt einfach mal irgendwann etwas raus. So, wie ihr nun seht, haben wir 7 Garde-Zweihänder bekommen. Wie ich bereits erwähnt habe, könnt ihr das mit jedem Gegner, der sich schocken lässt, überall auf der ganzen Map machen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Like und ein Abo da. Vergesst die Glocke nicht. Ich habe noch viele weitere neue Glitches, also schaut gerne in die Playlist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein!